willkommen zur 27. Folge der Community-Karriere. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne ein Like und Abo da und aktiviert die Glocke, wer es noch nicht getan hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Videobeschreibung auscheckt, denn da findet ihr den Twitch-Kanal von mir und dort sind wir jeden Samstag live mit dieser Karriere. Deswegen würde mich es auch sehr freuen, wenn ihr da mal live vorbeischaut und ja, wir machen dann auch gleich weiter, denn es ruft der DFB-Pokal. Erstmals für den FC Mossi. Heimspiel gegen Paderborn ist machbar, spielen bei uns in der Liga, sind ohne Sieg in den ersten beiden Spielen, wir dagegen schon, zuletzt gegen Lautern, vielleicht haben wir bis dahin auch noch einen Neuzugang, weiß man nicht, kann ja sein, also ja, mal gucken, was passiert. Was haben wir hier? Ja, David geht jetzt einer nach, nee, nach Darmstadt, aber Ossi geht nicht nach Hoffenheim. Hoffenheim will auch wirklich jeden, Halsmaul. Luca kriegt schon wieder ein Angebot von Barcelona, hat er das nicht schon mal bekommen? Luca, Bro. Aber er hat Bayern angegeben, ne? Er wird halt niemals nach Barca gehen. Oh, David geht. Die Leihe ist durch. Ein Jahr Darmstadt nach seinem, ja, nach seiner Langzeitverletzung ist er nicht so richtig zurückgekommen. Jetzt hat er die Möglichkeit, frischen Wind bei einem anderen Verein zu finden und mal gucken, wie er sich dort macht. Ja, guck mal. Hannover schlägt Osnabrück. Dresden verliert gegen Mannheim. Ui, Düsseldorf ist auch schon raus. Bielefeld schon raus. Was? Lautern auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nächstes Angebot annehmen, hier werde ich nur gemobbt. Ah, Bro, Julius, also wenn du die ganze Zeit davon erzählst, irgendwelche Leute zu verschleppen und mit einem Baseballschläger zu vertreschen. Ah, Bro, dann weiß ich nicht, ob du das Prinzip von gemobbt werden so verstanden hast. Na, dann wirst du auf jeden Fall verkauft, Bro. Die Jungs machen sich bereit. Alle Augen auf Inspire, natürlich auf Inspire. Es ist das erste DFB-Pokalspiel für uns. Und Marcel Torres, Inspire, hat ordentlich abgeliefert bis dato in dieser Saison. Nochmal hinten rum, Kläfig. Kläfig, ja, gut den Körper reingestellt. Abschluss kommt und Führung Paderborn. 12. Minute. Der SC macht keine halben Sachen. Es ist stark gespielt. Keineswegs hier den Körper gut reingestellt, freigelaufen. Abschluss ist klasse. Klasse, Grätsche. Super gemacht. Jetzt den Ball erobert und Inspire auf Timo. Im Laufduell, oh, immer schwierig bei ihm. Aber gerade macht das ganz gut. Flanke kommt rüber, nochmal weitergeleitet von Daniel auf Moisty. Oh, Schulz im Tor mit einer sicheren Parade. Oh, Spielunterbrechung, Paderborn hat einen Verletzten. Hä, wann das denn? Ist doch gar nichts passiert, war das die Grätsche oder was? Ja, für den Prä geht's nicht weiter. Könnte gut für uns sein. Kläfisch geht raus und der hat gerade richtig Betrieb gemacht in der Mitte. Ja, das war echt die Grätsche hier. Oh, Junge, den hat's aber auch auf den Boden gehauen. Au, au, au. Luca kriegt den Ball durch auf Moisty. In der Mitte läuft er mit. Flanke ist gut. Fischer! Oh, das ist kein guter Abschluss. Platte setzt sich durch. Oh Gott. Ne, der Ball ist noch nicht weg. Der ist noch nicht weg. 2:0, Felix Platte. Das Ding ist durch. Das Ding ist eigentlich durch. Halbe Stunde, ein bisschen weniger. Wir liegen 2:0 hinten. Ja, das Ding hier muss geklärt werden. Jakobsen, er kriegt es aber nicht geklärt. Wir scheiden gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal aus gegen Paderborn. Was für eine schlechte Leistung. Das war ein Klassenunterschied von Malerfeinzen. Wir haben gespielt wie der größte Drittligist und Paderborn wie der Aufstiegskandidat der zweiten Liga. Also da war ja gar nichts zu holen. Da ging nach vorne nichts, keine kreativen Ideen, keine Laufwege, kein Ehrgeiz, nichts. Macht den Kopf hoch und konzentriert euch ab jetzt auf die Liga. Zieht das da durch und denkt dran, immer 100% zu geben. Ihr seid nicht schlecht, macht was draus. Ja, der Zusammenhalt wird groß geschrieben. Bei aktuellen Vereinsmitgliedern und auch bei ehemaligen. Fokus ist voll da. DFB-Pokal ist immer ausgeschieden. Ist egal. Jetzt Konzentration auf die Liga. Hier haben wir einen Run. Zwei Games von, ja, zwei von zwei Games nicht verloren. Jetzt gegen Hannover. Ist der nächste krasse Gegner, der nächste gute Verein, gegen den wir hier antreten. Die haben auch eine sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial drin. Ah nein, der ist auch kacke. Jungs, jetzt fehlt es komplett auf außen. Dem kommt. Geht bis zur Grundlinie, legt ab, Ossi. In letzter Sekunde noch dazwischen. Niklas, Flanke auf Inspire, der ist 1-0. Ach, 1-0, wo ist die Hymne? Macht die Hymne an, ist das ein geiles Tor? Es ist das nächste Saisontor von diesem Teufelskerl. Ist das ein geiles Tor? Wir haben endlich mal einen kopfballstarken Mann da vorne drin. Leopold. Jetzt mal mit Geschwindigkeit da durch. Nochmal Rückraum abgelegt. Abschluss erfolgt und Ausgleich. Es geht so schnell, dass man die Führung wieder hergibt.
Ja, es ist einfach gespielt, aber wenn dann die Möglichkeit da ist, dann fackeln die auch nicht lang. Timo. Super Laufweg, aber auch von Niklas. Komm schon, von dem hat man sich so viel versprochen nach der Laie. 2-1 Traumtor. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Keine 10 Minuten später. Guter Laufweg von Niklas und das ist auch ein richtig starker Abschluss, wie man ihn öfter von ihm sehen will. Jetzt nochmal. Ins Bayer. Über links. In der Mitte muss ich mal einen anbieten, Jungs. Wo ist der Raum? Wo ist der Raum? Da ist der Raum. Timo! Den hat er früher mal reingemacht. Jakobsen, bring die nochmal gefährlich rein, Ivanov. Ossi. Komm, es ist die letzte Aktion. Es sind auf jeden Fall die nächsten 3 Punkte, Jungs. Tom. Timo. Oh, Timo! Ja! Timo mit einem Banger-Tor. Und da kommt gefühlt das ganze Stadion nochmal zum Feiern. Alter, Timo, habe ich nicht vorhin noch zu dir gesagt? Ja, den hättest du letzte Saison gemacht und jetzt haut er hier so ein Banger-Tor raus. Und wir schießen Hannover 96 mit 3-1 nach Hause. Jungs, der Tankwart ist stolz auf euch. Oh, ist das stark. Zweite Liga können wir. Dritter Spieltag ist rum, meine Damen und Herren. Wir sind das erste Mal in der zweiten Liga auf einem Aufstiegsplatz. Korrigiere, Relegationsplatz zum Aufstieg. Aber war dann ungeschlagen mit einer sehr, sehr guten Tordifferenz. Und Dynamo Dresden ist hinter uns. Die haben nur unentschieden gespielt, meine ich. Ah ne, die haben auch gewonnen. Aber wir haben jetzt die bessere Tordifferenz, deswegen sind wir vor denen. Wie geht's denn unseren Ausgeliehenen? Digga, Loki. Loki springt bei Heidenheim auf eine 77. Gut. Ja. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Sascha plus 1, der arme Bre. Oh mein Gott, Matteo geht auch auf eine 77. Was passiert hier? Hilfe. Oh, Flobi. Flobi ist eine 80. Wenn Flobi nicht aufpasst, wird der Mann gleich für die Nationalmannschaft nominiert. Das ist der erste Spieler bei uns mit einem 80er Rating. Und das, obwohl Ace Junior schon eine 78 hat, wird er einfach von fucking Flubby, der eben noch mit einer 68 durch die Welt gerannt ist, überholt. Verleih mich. Nein, 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 Tom. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich muss ausgeliehen werden, sonst bin ich komplett hinten dran. Nein, 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 nein. Guck, Benny ist auch nichts passiert. Matti plus 7. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Ding ist, was ihr halt nicht bedenkt, von den Leuten geht das Potenzial komplett flöten. Also wenn ihr mal guckt, so, ich weiß gar nicht, wer das vorhin war. Irgendeiner war ausgeliehen. Von Ossi. Er hat nur noch zeigt großes Potenzial. Also der Mann kann gar kein 90er Rating mehr erreichen. So, weißt du? Das dürft ihr halt nicht außer Acht lassen. Umweg ist er offen. Ich dachte, Real Talk Floppy ist mit der 80 der krasseste, aber es ist einfach Umweg. Was ist los, Digga? Die Karriere ist gerade an einem Punkt angekommen, wo es ein bisschen komisch wird, wo man vielleicht auch einfach mal Laien in Zukunft lassen sollte. Aber das ist ja echt pervers. Das ist ja wirklich krank. David auch um 10 hoch. Der ist auf eine 75. Was ist das denn für ein overpowerter Scheiß? Jetzt mal ohne Witz, Karriereende. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So, wir gehen rein. Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Im Olympiastadion, Inspire on Fire, die alle Augen auf dich und wir singen hier Hertha BSC, ha ho he und den ganzen Spaß, ne? Ich hab den Schal am Start, also es kann losgehen, egal wer hier gewinnt. Ich bin bestens ausgerüstet. Über rechts, da ist Platz für Savio, um 1 gegen 1 ist der Top und der hat einen super Antritt gegen Doku. Boah, hat da Glück, dass der Ball durchkommt und jetzt steht's 1-0 für die Hertha. Was ist aber das? Für ein schlechtes Tor. Was ein schlecht geklärter Ball von Ivanov. So einen Fehler sieht man seltenst von ihm. Das wird richtig schwer hier. Oh mein Gott, was hat denn Jensen für einen Antritt, Digga? Was eine Grätsche von Luca. Überragend. Daniel. Oh, Daniel, Junge. Jetzt zaubert er auf einmal. Jetzt zeigen wir was nach vorne. Daniel, alleine gegen alle. Daniel. Oh, und dann scheitert er an Gersbeck. Flanke auf Inspire ist gut. Oh, der Kopfball geht nicht mehr aufs Tor. Es ist die erste zweite Bundesliga-Niederlage des FC Moisties. Aber eine verdiente. Ähnlich wie das Spiel gegen Paderborn im DFB-Pokal. Chancenlos. Nach vorne ging einfach nichts. Die Pässe zu ungenau, zu ungeschickt. Eventuell gibt es sogar noch das 2-0. Nein,
Hertha ist einfach eine Nummer zu groß für uns. Inter Mailand fragt für Julius an. Das lasse ich so dolle offen. Als Aufsteiger, glaube ich, darf man sich da nicht beschweren. Vor allem, wenn man sich die Mannschaften anguckt, gegen die wir gespielt haben. Kaiserslautern, die sind Fünfter. Hertha ist Dritter. Ne? Dann das andere war Hannover, die sind auch nicht ohne, die sind Elfter. Und gegen wen haben wir noch gespielt? Gegen Düsseldorf, ach ja, 13. Das sind halt alles krasse Mannschaften. Aber wir werden ja auch viele gute Mannschaften treffen. Deswegen durchhalten und irgendwie da durchkämpfen auch. Ich würde aber sagen, wir machen eine kurze Folge daraus, speichern den Spaß ab. Ich sag schon mal für die Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, dann gerne Like und Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaft schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.